Runter? Ja. Stopp. Und jetzt ziehst du die Hüfte nach. Besser, habt ihr gesehen? Jetzt hat sie ein bisschen mehr hier in der Hüfte gearbeitet, ohne sich hier oben mehr zu strengen. Okay, zieh nochmal deine Hüfte ein bisschen nach. Ja, sehr schön, super. Und versuch jetzt die Knie ein bisschen weiter runter zu kommen. Stopp. Ja, 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 sehr gut, sehr schön. Okay. Ja, wir sind hier jetzt schon in einer sehr guten Kniebeuge. Ja, ich würde sagen, besser als 80, 85, 90% von allen, die ihr jetzt zuschaut. Ja. Und das war jetzt ein ganz kurzer Drill, einfach nur um ihre Hüftbeugung zu verbessern. Und das ist jetzt schon verbessert. Das heißt, von hier aus könnte sie jetzt weiter Kniebeugen machen. Ja, jetzt machen wir ein paar Reps. Und konzentriere dich darauf, dass du immer nur in diese Tiefe gehst, weil alles darunter ist schlecht. Mhm. Oder beziehungsweise führt dazu, dass du unten keine Spannung hast. Was mit einem Gewicht von 20 Kilo kein Problem ist, aber sobald du halt dort ein bisschen mehr als 100 Kilo drauf hast, kann es problematisch werden. Okay. Ja, das ist mir schon wieder ein bisschen zu nachlässig. Jetzt weiß man, wie das ist, Nathalie. Stopp, stopp, stopp. Genau. Und jetzt die Hüfte nach. Johannes. Okay, und wieder hoch. Ich fühle mich immer wie ein Anfänger hier. Stopp, Hüfte nachziehen. Okay, gut. Und blick ab. Sehr gut. Dann haben wir hier die Hüfte. Und wie ihr seht, ist die Hüfte nicht knöchern verwachsen mit diesem Knochen, mit dem Sarkom. Moment mal, das müssen wir uns mal genauer anschauen, Leute. Wenn wir schon den Knochenkalle hier haben, dann... Ja. Also nochmal, er hat hier, scharf, jetzt. Er hat hier eine Hüftorthese, das, und zwar mit Schrauben. Nein, ist ja egal. So, auf jeden Fall ist hier halt der Hüftknochen und der ist eben nicht verwachsen mit diesem Sacrum. Ja? Das heißt, hier kann sich die Hüfte bewegen, ohne dass sich das bewegt, ohne dass sich das Sacrum bewegt. Ja. Ja, das heißt, es ist hier nur mit so einer knorpelartigen Bandstruktur sozusagen, nicht Bandstruktur, aber mit so einer knorpelartigen Struktur verwachsen, verbunden. Das heißt, es ist beweglich. Genauso wie jetzt die Bandscheiben hier vorne, die Wirbelsäule auch beweglich ist. Wir können uns hier auch bewegen. Und das heißt, wenn ich jetzt, das habe ich vorhin bei Nathalie ein bisschen dreht, was völlig egal wäre, das wäre nämlich auch so eine Bewegung im Arsch, oder ob sich eben das Sacrum mitdreht. Und das hat sich bei ihr mitgedreht und somit ist quasi, wenn sich unten das Kreuzbein und die Hüfte hier dreht, ja, kippt sie und drückt sich quasi hier in so eine ungünstige Position, weil sich der untere Rücken in die nicht natürliche Position wölbt. Beziehungsweise es ist ja möglich, ja, wir können diese Bewegung ja machen, aber mit einem zusätzlichen hohen Gewicht ist das jetzt nicht unbedingt trainingstauglich. Ja, so viel dazu. Okay, und wie man an ihm auch sieht, always eat your protein. Okay, Nathalie, jetzt mal mit ein bisschen Gewicht. Das ist jetzt ihr Warmmachgewicht. Your walker is my walk. Genau. Soll ich los? Ja. Stopp. Sieht gut aus. Ja, konzentrier dich hier wieder. Zieh die Hüfte nach. Ja, und komm wieder hoch. Gut. Komm wieder runter und wieder hoch. Ja, das ist hier ein bisschen, genau, zieh deine Hüfte nach und komm ein Stückchen höher. Geh nur bis hierhin und wieder hoch. Und wieder hoch. Was gut ist, wieder hoch. Dass sie schon mal ganz streckt oben. Ne? Genau, ihr seht es, sie kneift richtig die Pobacken zusammen. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich ein Glas gebe, sage ich auch immer, stell dich vor, ihr habt ein Stück Kohle zwischen den Arschbacken. Ja. Und Pressure builds diamonds. Ich möchte danach Diamanten haben. Ja? Richtig die Pobacken zusammenkneifen. Ja. Ganz wichtig. Ja. Wie ist es denn, ganz oft habe ich jetzt mal gehört, ich kann mir mal kurz zeigen, hier bei den Füßen, wenn ich jetzt hier hingehe, ne, nur damit man es in der Kamera sieht, bei den Füßen, da habe ich immer ganz oft jetzt schon irgendwo, also von auch Leuten, die schon ein bisschen jetzt trainieren, sonst hört man ja nicht wirklich hin, aber dass im Prinzip
man viel Druck hier auf der Ferse haben soll, ja. Um das hochzudrücken. Ja? Ja. Aber ich hab, wenn ich jetzt selber bei mir mit etwas höherem Gewicht trainiere, dann merke ich immer wieder, dass wenn ich so mehr den Druck hier vorne habe, oder so genau mittig, dass ich dann einfacher schweres Gewicht hochheben kann. Das Problem ist, dass wenn du halt zu viel auf den Vorfuß gehst, ja. verschiebt sich die axiale Belastung bei dir, ja. und du und deine Kreuzbänder und dein Knie muss wesentlich mehr stabilisieren und halten. Ja. Weißt du, wenn du halt schön über die Fersen drückst, arbeitest du schön mit der Gesäß mehr, ne? mit der rückwärtigen Kette mehr mit zusammen. Das heißt, dass die dir einen wesentlichen Teil von der Kniebelastung abnehmen. Mhm. Deswegen sollte man ja auch immer schön unter parallel squatten, ja. damit der Arsch und die Oberschenkelrückseite auch mitarbeiten. Okay. Und nicht nur die Oberschenkelvorderseite. Alles klar.